Flugzeug auf Discovery Channel. Auch im nächsten Jahrhundert warten auf den Hubschrauber die verschiedenartigsten Aufgaben. Die Maschinen der Zukunft werden aber nicht nur anders aussehen als heute, sondern auch gänzlich andere Fähigkeiten besitzen. Schwer bewaffnete Kampfmaschinen jagen gegnerische Panzer mit Hilfe ausgefeilter Hightech und mit Sensoren gespickte Tarnkappenaufklärer entdecken feindliche Bedrohungen schon aus weiter Ferne. Einige Hubschrauber werden zwar senkrecht starten, dann aber wie eine Propellermaschine weiterfliegen. Andere könnten die Arbeit der Polizei von Grund auf verändern. Am Beginn eines neuen Jahrtausends versprechen futuristische Designs und eine Revolution in der digitalen Datenübertragung ein gänzlich neues Kapitel in der Geschichte der Drehflügler. Der AH-64D Longbow Apache ist genauso gefährlich, wie er aussieht. Ob bei Tag oder Nacht, bei Regen oder Sonnenschein, er stellt alle früheren Kampfhubschrauber in den Schatten. Von ihrer Maschine überzeugt sind auch die Piloten des Apache. Den Apache zu fliegen ist etwas Besonderes. Den Longbow Apache zu fliegen etwas ganz Besonderes. Es ist eine große Herausforderung. Es gibt nichts, was ich lieber täte. Ich glaube, die Besatzungen von Panzern wissen spätestens seit Desert Storm, wenn der Apache auf dem Schlachtfeld auftaucht, ist es Zeit für sie auszusteigen und nach Hause zu gehen. Die Vorgänger des Longbow waren für den Einsatz im Vietnamkrieg konzipiert. 1962 wurde der von der Firma Bell entwickelte Huey in Dienst gestellt. Er überzeugte von Anfang an durch seine Flugleistung. Wenn die Maschine aber im Kampfgebiet landen und Passagiere aufnehmen wollte, mussten seine Besatzungsmitglieder aus der offenen Cockpitluke heraus den Einsatz sichern. Als der Luftkrieg in Vietnam immer mehr eskalierte, wurde deutlich, dass der Huey seinen Aufgaben nur unzureichend gewachsen war. Er wurde ersetzt durch den noch schnelleren und wendigeren Cobra, der als erster wirklicher Angriffshubschrauber gilt. Die Maschine war schwer bewaffnet. 19 Raketen an jedem der beiden Stummelflügel. Ein Granatwerfer und ein Maschinengewehr oder Gatling-Geschütz im Rumpfbug, das von einem Schützen bedient wurde. In Vietnam war der Cobra eines der militärisch effektivsten Waffensysteme. Und auch nach dem Krieg verlor er nicht an Bedeutung. Eine ganze Reihe von Folgemodellen belegen seine rasante Weiterentwicklung. Der Cobra blieb der am meisten gefürchtete Kampfhubschrauber, bis ihm 1975 eine revolutionär neue Kriegsmaschine den Rang ablief. Der bedienungsfreundliche und bis an die Zähne bewaffnete AH-64 Apache. Seine überragende Leistungsfähigkeit stellte der Apache im Golfkrieg unter Beweis. Doch sein Erbauer, die Firma Hughes, gab sich damit noch nicht zufrieden. Das ist der neueste Angriffshubschrauber der Army, der AH-64D Longbow Apache.
Seine primäre Aufgabe ist die Zerstörung feindlicher Panzer mit Hellfire-Flugkörpern und Raketen. Mit 300 Stundenkilometern kann sich der Longbow seinem Ziel nähern, bis es in Reichweite seiner präzisen Lenkwaffen kommt. Der Longbow Apache wird vor allem nachts eingesetzt. Dazu ist er mit zwei Vorwärtssicht-Infrarotsystemen ausgerüstet. Das Nachtsichtgerät hier oben dient dem eigentlichen Piloten auf dem hinteren Cockpitsitz. Ein zusätzliches Zielsuch- und Anzeigegerät beinhaltet ein optisches Teleskop, eine Tageslichtfernsehkamera und einen Infrarotsensor. Damit kann der Co-Pilot und Schütze auf dem vorderen Sitz sowohl Ziele anvisieren als auch navigieren. Normalerweise enden die Einsatzmöglichkeiten eines Hubschraubers mit dem Untergang der Sonne. Aber der Apache kann die Nacht zum Tag machen. Die Bilder der Infrarotsensoren, entweder vom Piloten-Nachtsichtgerät oder vom Zielsuch- und Anzeigesystem, werden beiden Crewmitgliedern auf einem Display angezeigt, das in den Helm integriert ist. Das macht es ihnen möglich, in tiefster Nacht den Hubschrauber zu navigieren, sowie feindliche Ziele auszumachen und anzugreifen. Hellfire-Lenkflugkörper sind die effektivsten Waffen des Longbow Apache. Hier ist das Herz des Feuerleitsystems des Longbow Apache, der Feuerleitradar. Wir verwenden ihn, um feindliche Ziele zu orten und zu klassifizieren. Mit Hilfe seiner Daten bestimmen wir dann die Geschwindigkeit und die Abschussrichtung unserer Hellfire. Wir sind auch in der Lage, solche Zielinformationen an andere Longbow Apache weiterzuleiten. Sobald der Feind geortet und identifiziert ist, fliegt der Apache langsam näher. Sein Feuerleitradar sucht dabei das Terrain großflächig nach versteckten Boden- und Luftverbänden ab. Nichts entgeht seinen Sensoren. In Sekundenschnelle werden die aufgenommenen Daten verarbeitet, analysiert und auf den Bildschirmen im Cockpit dargestellt. Die Besatzung kann damit Freund von Feind unterscheiden und das Terrain in gefährliche und ungefährliche Bereiche einteilen. Sämtliche Informationen werden via Satellit, fast in Echtzeit, an die Kommandanten der Bodenverbände weitergegeben. Diese arbeiten dann einen Angriffsplan aus. Er wird der Besatzung des Apache auf den Bildschirmen angezeigt. In der Zielzone wird das gesamte Radarsystem des Apache aktiviert, das bis zu 256 verschiedene Objekte identifizieren und unterscheiden kann. Sämtliche Informationen werden zwischen den einzelnen Maschinen ausgetauscht und verarbeitet. Jeder Pilot bekommt dann eine eigene Feuerzone zugewiesen. So wird vermieden, dass mehrere Lenkwaffen für ein und dasselbe Ziel verschwendet werden. Streng nach Angriffsplan schießen die Apache ihre Lenkwaffen ab. Erfolg oder Misserfolg eines jeden Angriffs werden dem Einsatzleiter übermittelt, der sämtliche Informationen sammelt und an den Bodenkommandanten weitergibt.
Da uns diese Informationen auf dem gesamten Schlachtfeld zur Verfügung stehen, können wir als Team einer Bedrohung effektiver entgegentreten. Neueste digitale Datenübertragung ermöglicht es den Apache-Verbänden, ihre Angriffe perfekt zu koordinieren. Der Longbow Apache ist der beste und tödlichste Angriffshubschrauber der Welt. Mithilfe seines Feuerleit- und Nachtsichtsystems kann der Apache alle nur denkbaren Einsätze ausführen. Die Kriege von morgen werden auch mit Informationen geführt. Nur wenn er ständig über das gesamte Kampfgeschehen unterrichtet ist, wird ein Kommandant seine Truppe zum Sieg führen können. Der Longbow Apache könnte dabei seine beste Waffe sein. Auch wenn Details seiner Konstruktion und Ausrüstung der strengsten Geheimhaltung unterliegen, die einzigartigen Leistungen dieser Maschine sind zur Genüge demonstriert worden. Ihre Fähigkeit, Ziele zu orten und punktgenau zu zerstören, ist unerreicht in der Welt der Kampfhubschrauber. Der Longbow Apache trifft sein Ziel aus bis zu 8 Kilometer Entfernung. Genug, so hofft die US Army, dass zukünftige Armeen nie erfahren werden, wer sie angegriffen hat. Wenn man von hoch oben auf das blaue Wasser vor der Küste von Oregon blickt, wirkt alles sehr ruhig und friedlich. Ein Handelsschiff wartet auf seinen Lotsen, der es sicher in den Hafen leiten wird. Doch die Gewässer hier an der Mündung des Columbia River werden nicht umsonst der Friedhof des Pazifik genannt. Oft ist die See rau und heimtückisch. Jahre lang mussten die Lotsen in kleinen Booten zu ihren Schiffen gelangen und über eine Strickleiter an Bord klettern. Heute brauchen sie keine solchen Risiken mehr einzugehen. Heute kommen die Lotsen aus der Luft. Möglich gemacht hat das auch ein revolutionär neuer Hubschrauber-Typ, der im Gegensatz zu den meisten anderen Drehflüglern ohne Heckrotor auskommt. Von No-Tail-Rotor, ohne Heckrotor, kommt auch der Name dieses Systems, No-Tar. Jeder Hubschrauber muss eine Kraft entwickeln, die dem Drehmoment seines Hauptrotors entgegenwirkt. Sonst würde er ständig um seine eigene Achse gewirbelt. Bei den meisten Maschinen gewährleistet das ein Heckrotor, der jedoch einige gravierende Nachteile hat. Er macht enorm Lärm und erhöht die Unfallgefahr beträchtlich. Indem sie auf einen Heckrotor verzichten können, sind No-Tar-Hubschrauber extrem leise, einfach in der Handhabung und vor allem wesentlich sicherer. Das No-Tar-System besteht aus einem umhüllten Gebläse, einem zirkulationssteuernden Leitwerksträger, einer Richtungsschubdüse und Seitenflossen. Durch zwei Schlitze wird Niederdruckluft gepresst, die durch den Abwind des Hauptrotors die Konturen des Leitwerkträgers entlang nach unten gedrückt wird. Dadurch entsteht ein Seitenauftrieb, der dem Drehmoment des Hauptrotors entgegenwirkt. Mithilfe der Schubdüse können zusätzliche Richtungskorrekturen vorgenommen werden. Im Gegensatz zu einem offenen und unfallanfälligen Heckrotor ist das gesamte No-Tar-System im Leitwerkträger integriert. Der Pilot Channing Morse ist Angestellter der Firma Boeing in Mesa, Arizona. Er testet mit dem No-Tar-System ausgerüstete Hubschrauber. Als ich das erste Mal mit einer No-Tar flog, war ich überrascht, wie viel man mit ihr anfangen konnte. Im Gegensatz zu einer Maschine mit Heckrotor. Bei Seitenwind, vor allem wenn er von links oder schräg hinten kommt, neigen Hubschrauber mit Heckrotor zum Vibrieren und sind schwer zu steuern. Bei einer No-Tar ist das ganz anders. And that pointed out to us, maybe we had a good idea.
Wir fliegen jetzt zuerst seitlich nach rechts mit knapp 50 Stundenkilometern. Das entspricht einem ziemlich starken Seitenwind für die meisten Hubschrauber dieser Größe. Und dann das Ganze rückwärts. Sie sehen, sie fliegt genauso ruhig wie vorwärts. Mit einer Maschine mit Heckrotor wäre das kaum vorstellbar. Die Notarmaschine bleibt auch in Extremsituationen beherrschbar. Jetzt drehe ich mich aus dem Rückwärtsflug heraus um 360 Grad. Ein sehr schwieriges, fast unmögliches Manöver. Die wenigsten Maschinen könnten das. Das wären sehr schnelle Drehungen für jeden Hubschrauber. Dass wir hier aber mit etwa 100 Stundenkilometern rückwärts fliegen, ist wirklich beeindruckend. Und sogar bei solchen Manövern bleibt die Maschine ruhig. Bei dieser Cessna dort drüben kann man sich nicht einmal vorstellen, dass sie überhaupt rückwärts fliegt. Aber die Möglichkeiten, die das neue System eröffnet, gehen weit über Luftakrobatik hinaus. Bei Such- und Rettungseinsätzen in Gebirgen sind Notar-Hubschrauber oft die einzige Hoffnung für Unfallopfer. Kein anderes Fluggerät kann bei einem Gefälle von bis zu 20 Grad landen und Verletzte aufnehmen. Ob sie nun von Notärzten, dem Militär, der Polizei oder von Such- und Rettungsmannschaften eingesetzt werden, die Flug- und Landefähigkeiten von Notar-Hubschraubern können den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Und das Fehlen eines Heckrotors, der Ursache von 20% aller Hubschrauberunfälle, schließt eine Gefährdung der Passagiere beim Ein- und Aussteigen weitgehend aus. Hubschrauber mit dem Notar-System sind nicht nur die sichersten auf der Welt, sondern auch die leisesten. Sie machen so wenig Lärm, dass sie in den Vereinigten Staaten als einzige auch über Nationalparks eingesetzt werden dürfen. Der niedrige Geräuschpegel erfüllt die Schöpfer des Notar-Systems mit großem Stolz. Schon heute sind Maschinen mit dem Notar-System aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. So leise, einfach zu steuern und sicher, wie man es noch vor kurzem nicht zu träumen gewagt hätte, sind sie die Zukunft der kommerziellen Hubschrauberfliegerei an der Wende zum 21. Jahrhundert. Die wenigsten dieser Autofahrer auf einer Brücke nahe bei Moskau wissen, wer sie da begrüßt. Es ist der Pilot Alexander Velovich in seiner Kamov KA-50 Hukum, auch Black Shark genannt. Der neueste russische Angriffshubschrauber und eine Antwort auf die amerikanische Longbow Apache. Der KA-50 ist ein Kind des Kalten Krieges. Für die sowjetische Regierung war eine hochgerüstete Armee die Grundlage für politischen Einfluss. Oberste Priorität hatte dabei auch die Entwicklung von Kampfhubschraubern. Eine der ersten Maschinen war der riesige Mil-24 Hind. Seine furchterregende Kampfkraft konnte der Hind nur zu bald unter Beweis stellen, während des Afghanistan-Krieges. ...1982 wurde ein Prototyp des nächsten sowjetischen Kampfhubschraubers vorgestellt. Der Mil-28 Havok war bis an die Zähne bewaffnet.
Triebwerk und Rotor des Havoc waren vom Hind übernommen. Die Maschine war zwar schon etwas kleiner als ihr Vorgänger, gab aber immer noch ein ziemlich großes Ziel ab. Mit einem Gewicht von 11 Tonnen war sie 20% schwerer als der amerikanische Apache. Die Sowjetunion arbeitete weiter an einem Angriffshubschrauber, der den hochentwickelten, gepanzerten Waffensystemen der NATO Paroli bieten könnte, auch im 21. Jahrhundert. Das Ergebnis war der KA-50 Black Shark, einer der ausgefeiltesten und wendigsten Hubschrauber aller Zeiten. Unser Hubschrauber ist sehr vielfältig zu verwenden. Zum einen kann er natürlich einen gewöhnlichen Kampfeinsatz fliegen, in einem bestimmten Gebiet ein Ziel orten, es identifizieren, anvisieren und dann eliminieren. Darüber hinaus ist er in der Lage, operative Aufgaben zu übernehmen, das ganze Kampfgeschehen zu überwachen und die anderen Maschinen zu führen. Er erhebt und sammelt dann Informationen über Feindbewegungen und mögliche Ziele und gibt sie an seine Mitkämpfer weiter. Wie jeder Hubschrauber des Konstruktionsbüros Kamov fliegt auch der Black Shark mit zwei übereinanderliegenden Hauptrotoren. Da der eine mit dem Uhrzeiger, der andere gegen ihn läuft, heben sich ihre Drehmomente gegenseitig auf. Ein Heckrotor ist nicht nötig und die ganze Kraft wird zum Steigen eingesetzt. Dadurch kann die Maschine sowohl höher als auch schneller fliegen als andere Hubschrauber und sie ist extrem wendig. Sie können es mit einem Eisschnellläufer vergleichen. Solange er sich nur geradeaus fortbewegt, kann er seinen Körper aufrecht halten. Sobald er aber eine Kurve fährt, muss er eine Schräglage einnehmen. Und genauso ist es in der Luft. Geradeaus zu fliegen ist keine große Sache. Aber wenn sich ein Hubschrauber seitlich bewegt, fühlt sich das für den Piloten völlig anders an. Der K-50 ist in dieser Beziehung außergewöhnlich. Nach dem Ende des Kalten Krieges begannen Informationen über die Waffensysteme des Black Shark durchzusickern. Die Maschine trägt bis zu 12 panzerbrechende Luft-Boden-Lenkflugkörper und 20 122 mm Raketen. Falls ihr der Feind einmal zu nahe kommen sollte, ist sie zusätzlich mit einer 30 mm Kanone ausgerüstet. Wie die Radarsysteme und die Flugelektronik der Maschine beschaffen sind, wird dagegen immer noch weitgehend unter Verschluss gehalten. Das ist wirklich eine außergewöhnlich moderne Maschine. Sie ist der russischen und auch der ausländischen Hubschrauberindustrie um mindestens 10 bis 15 Jahre voraus. Aber über die Technologien, die hier verwendet wurden, darf ich nicht sprechen. Lebhaft diskutiert wird dagegen die Frage, wie der KA-50 gegenüber seinem westlichen Konkurrenten abschneiden würde. Im Hinblick auf Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit und Feuerkraft scheint er dem Longbow Apache durchaus gewachsen zu sein. Auf der ganzen Welt wird gestritten, wer besser ist, der K-50 oder der Apache. Ich finde, das ist nicht so ohne weiteres zu sagen. Der Apache ist zum Beispiel wesentlich leichter als unsere Maschine und der ist auch nicht so schwer gepanzert. Dazu ist er mit deutlich weniger Waffen ausgerüstet. Das alles bedeutet, dass die beiden Maschinen einfach ziemlich verschieden sind. Wirklich vergleichen könnte man sie erst in der Luft. Nämlich dann, wenn ein Apache-Pilot und ein K-50-Pilot einander im Kampf begegnen würden. Ebenso wie sein amerikanischer Konkurrent kann der Black Shark seine Einsätze in tiefster Nacht fliegen. Seine schwere Panzerung macht ihn nahezu unempfindlich gegen feindlichen Beschuss bis zu Kaliber 20 mm. Und seine präzisen, überschallschnellen Antipanzer-Lenkflugkörper kann er aus der sicheren Entfernung von bis zu 6 Kilometern abschießen.
Seit Ende der 80er Jahre ist der russische Militäretat zunehmend reduziert worden. Ein Trend, der sich wahrscheinlich fortsetzen wird. Die Sparmaßnahmen betreffen auch die Kampfhubschrauber. Ihre Anzahl soll bis zum Jahr 2000 um 45% reduziert werden. Eingemottet werden wohl aber hauptsächlich ältere Maschinen. Bleiben wird der Black Shark, der russische Angriffshubschrauber des 21. Jahrhunderts. Auf dem US-Marinestützpunkt am Patuxent River im Süden von Maryland ist die Zukunft bereit zum Start. Der V-22 Osprey ist etwas ganz Besonderes im Bereich der Marinefliegerei. Er kann senkrecht starten wie ein Hubschrauber und sich während des Fluges in nur 24 Sekunden in eine Propellermaschine verwandeln. Nach über einer Woche Regen scheint heute endlich wieder die Sonne. Es ist bestes Flugwetter. Wir testen, ob die Maschinen auch halten, was die Hersteller versprechen, bevor wir sie an die Marines weitergeben. In PAX, wie der Marinestützpunkt bei Soldaten und Einheimischen gleichermaßen heißt, wird der Osprey, frisch vom Montageband kommend, auf Herz und Nieren geprüft. Hier wird entschieden, ob sein Design noch modifiziert werden muss. Wir haben jetzt drei Maschinen hier. Zwei sind gerade gestartet. Mit ihnen werden steile Anstellwinkel und hohe Startgewichte getestet. Wir kümmern uns um die Flugelektronik und werden unsere Maschine ein paar Mal hochdrücken und einige flache Kurven probieren. Ich versuche, jeden Tag zum Fliegen zu kommen. Wir haben hier ein großes Programm und die Technologie ist sehr neu. Wir stolpern ständig über kleinere Mängel, die wir versuchen zu beheben. Die Arbeit ist spannend und eine Herausforderung. Der Osprey ist eine Gemeinschaftsproduktion der Firmen Bell Helicopter und Boeing. Boeing baut den Rumpf und die elektronischen Systeme, inklusive der Flugsteuerung. Bell kümmert sich um Tragwerk, Rotoren und Triebwerke. Das Herz des Osprey ist sein revolutionär neues Kipprotorsystem. Damit kann er starten und landen wie ein Hubschrauber, aber auch schnell und weit fliegen wie eine Maschine mit Propellerturbinen. Doch das Kipprotorsystem entstand nicht über Nacht. Seine Wurzeln reichen zurück ins Jahr 1955, zu einer von Bell entwickelten Maschine mit Namen XV-3. Sie war ihrer Zeit noch zu sehr voraus, mehrere der Prototypen stürzten ab. Erst Ende der 70er Jahre bewies ihr Nachfolger, der XV-15, dass Maschinen mit Kipprotor sicher fliegen können. Wir wussten immer, dass der Leistungsfähigkeit von Hubschraubern deutliche Grenzen gesetzt sind. Bei der Geschwindigkeit sind das etwa 300 Stundenkilometer. Um schneller fliegen zu können, probierten wir eine ganze Reihe von Entwürfen aus. Aber wir kamen immer wieder auf den Kipprotor zurück. Die Motoren des V-22 sitzen an seinen Tragflächenspitzen. Mittels eines hydraulischen Systems können sie nach vorn geschwenkt werden. Das Ziel ist, die Vorteile eines Hubschraubers und eines Flugzeuges zu vereinen. Das wäre vor allem beim Truppentransport wichtig. Man könnte senkrecht starten und landen, hätte aber gleichzeitig einen Aktionsradius von 1000 Kilometern. So eine Maschine könnte die Truppen doppelt so schnell und so weit transportieren wie ein Hubschrauber. Man kombiniert das Beste aus zwei Welten. Die Fähigkeit eines Hubschraubers, senkrecht zu landen und zu starten, und die Geschwindigkeit und Reichweite eines Flugzeugs. Immer wenn man senkrecht starten muss, aber auch eine gewisse Strecke zurückzulegen hat, sagen wir mal mehr als 100, 200 Kilometer, dann gehört dem Kipprotor die Zukunft. Vor allem die US Marines warten ungeduldig auf die Maschine mit Kipprotor. In einem typischen Einsatz würde der Osprey 70, 80 Kilometer vor der Küste von einem Schiff aus starten
und eine Spezialeinheit Marineinfanteristen vorab ins Kampfgebiet einfliegen. Die Maschinen hätten genügend Reichweite, eventuellen feindlichen Bedrohungen weiträumig auszuweichen, zurückzukehren und weitere Soldaten aufzunehmen. Und das alles doppelt so schnell wie jeder heutige Hubschrauber. Mit Hilfe des V-22 Osprey wird das Marine Corps seine Feinde noch besser ausmanövrieren können. Mit so einer Maschine können Truppen und Ausrüstung schneller bewegt werden, als der Gegner reagieren kann. Dadurch wird es einer kleineren Einheit möglich, einen zahlenmäßig überlegenen, aber langsameren Feind zu besiegen. Und genau dafür ist das Marine Corps da. Nicht nur das Marine Corps, auch die US Air Force plant, den V-22 Osprey in Dienst zu stellen. Die zweite Einsatzmöglichkeit für diese Maschine wäre der Transport von Spezialeingreiftruppen der US Air Force. Der V-22 würde dabei nur relativ wenige Soldaten befördern, aber über eine sehr lange Distanz. Innerhalb eines Radius von etwa 800 Kilometern müsste er Truppen in einem kleinen Zielgebiet senkrecht absetzen und die ganze Strecke zurückkehren. Auch für solche Missionen wäre diese Maschine wegen ihrer einmaligen Eigenschaften gut geeignet. Eine Maschine wie der Osprey, der das Beste von zwei Welten in sich vereint, stellt entsprechend hohe Anforderungen an seine Piloten. Sie müssen sowohl senkrecht starten und in geringer Höhe langsam über das Terrain schweben, als auch weite Flüge bei Geschwindigkeiten von über 700 Stundenkilometern unternehmen. Primär wird diese Maschine als Flugzeug eingesetzt werden, mit nach vorne gerichteten Rotoren. So fliegt man am schnellsten, weitesten und effektivsten. Für die Landung schaltet man dann in den Hubschraubermodus. Wenn man mit dieser Maschine senkrecht startet, dann vibriert sie ziemlich und fühlt sich an wie ein richtiger Hubschrauber. Aber in der Luft, wenn man in den Flugzeugmodus schaltet, das dauert so etwa 30 Sekunden, und auf 300 Stundenkilometer beschleunigt, dann wird sie völlig ruhig. Sie fliegt dann genauso wie irgendein kommerzielles Linienflugzeug mit Propellerturbinen, das von einem ganz normalen Flugplatz aus gestartet ist. Wenn man das erste Mal in den Flugzeugmodus schaltet und diese großen Propeller nach vorne schwenkt, dann merkt man, das ist etwas völlig Neues. Für die einzigartigen Fähigkeiten des Osprey sind nicht nur militärische Einsatzmöglichkeiten denkbar. Die Firmen Bell und Boeing haben bereits eine zivile Version der Maschine entwickelt. Große Passagierflugzeuge müssen auf langen Rollbahnen landen, oft viele Kilometer außerhalb der Städte. Maschinen mit Kipprotor dagegen würden sich mit dem kleinsten Hubschrauberlandeplatz begnügen. Sie könnten eilige Geschäftsreisende direkt in der City absetzen. In der US Navy wird der Osprey die in die Jahre gekommene Flotte von Chinook-Helikoptern ersetzen. Er hat alle Chancen, das Truppentransportmittel der Zukunft zu werden. Am Persischen Golf kam der AH-64 Apache erstmals zum Einsatz. In riesigen C-130 und C-5 Transportmaschinen wurden die Hubschrauber zum Kriegsschauplatz gebracht. Am frühen Morgen des 17. Januars 1991 drangen 8 unbeleuchtete Apache in irakisches Territorium ein und griffen 2 Radarstationen an. Dabei setzten sie lasergelenkte Hellfire-Flugkörper, Raketen und 30-mm-Kanonen ein. Innerhalb von Sekunden hatten sie einen radarfreien Korridor geschaffen, durch den amerikanische Kampfflugzeuge unbemerkt nachfolgen konnten.
trotz aller Erfolge. Ein großer Nachteil des Apache wurde im Laufe des Golfkriegs nur zu offensichtlich. Die Maschine ist deutlich auf jedem Radarschirm zu sehen. Um diesen Nachteil aus der Welt zu schaffen, wurde verstärkt eines der neuesten Rüstungsprogramme der Vereinigten Staaten vorangetrieben, die Entwicklung eines Tarnkappenhubschraubers. 5 Jahre später, im Januar 1996, ist der erste Prototyp, der RAH-66 Comanche, startbereit. Zehn Jahre Entwicklungsarbeit stehen hier auf dem Prüfstand. Für die beiden Testpiloten Russ Stiles und Bob Gradle ist dieser Jungfernflug der Höhepunkt und die größte Herausforderung ihrer beruflichen Laufbahn. Konstrukteure des Comanche hatten ein klares Ziel vor Augen. Ein überlegener Kampfhubschrauber, der unbemerkt in feindliches Territorium eindringen kann. Alle, die an der Entwicklung der Maschine gearbeitet haben, warten gespannt auf ihren ersten Start. Ein neues Kapitel in der Geschichte des Hubschraubers ist aufgeschlagen. Ebenso wie der Apache kann der Comanche Tag und Nacht bei jeder Witterung eingesetzt werden. Doch dabei verfügt er über weitreichende Tarnkappeneigenschaften. Die Maschine ist 200 bis 600 Mal schlechter mit Hilfe von Radar zu orten wie ein vergleichbar großer herkömmlicher Hubschrauber. Und sie ist erstmals mit einem System zur Ortung nuklearer, biologischer und chemischer Waffen ausgerüstet. Der Comanche ist ein Gemeinschaftsprojekt von Boeing und der Firma Sikorsky, deren Gründer, Igor Sikorsky, einer der Pioniere des Hubschrauberbaus war. An der neuartigen Rotorkonstruktion haben auch Wissenschaftler der NASA mitgearbeitet. Neben ihrer Form beruhen die Tarnkappeneigenschaften der Maschine auch auf einer radarabsorbierenden Beschichtung. Zusätzlich verfügt sie über eine innere Waffenkammer, ein einziehbares Fahrwerk und ein System, das den Abgasausstoß unterdrückt. Das Nachtsichtsystem des Comanche ist mit der neuesten Infrarottechnologie ausgerüstet und bis zu 6-mal effektiver als in bisherigen Maschinen. Angetrieben wird der Comanche von 2 je 1400 PS starken Motoren, die es dem Piloten erlauben, pro Minute 450 Meter senkrecht zu steigen und auf bis zu 300 Stundenkilometer zu beschleunigen. Für Aufklärungseinsätze wird der Comanche mit einer 20 mm Gatling-Kanone ausgerüstet werden, die bis zu 25 Schuss pro Sekunde abfeuert. Innerhalb von nur 3 Sekunden kann die Waffenkammer geöffnet und ein Lenkflugkörper abgeschossen werden. Die Geschichte des Comanche ist begleitet von bahnbrechenden Erfolgen in der Simulationstechnologie. Schon während der Planungsphase wurde die Leistungsfähigkeit und das Flugverhalten der zukünftigen Maschine in den verschiedensten virtuellen Szenarios getestet.
Zwei besondere Merkmale sollten die Effektivität des Comanche steigern und der Crew ihre Arbeit erleichtern. Ein ausgefeiltes, computergesteuertes Zielüberwachungs- und Erfassungssystem sowie ein benutzerfreundliches Frontsichtdisplay, das es dem Piloten erlaubt, seine Umgebung in jeder Flugsituation im Auge zu behalten. Erst nachdem die virtuellen Testflüge abgeschlossen waren, machte man sich an den Bau eines ersten Prototypen. Der Einsatz modernster Simulationstechnologie hat zu einer beträchtlichen Reduzierung der Entwicklungskosten geführt. Unbemerkt wird der Comanche in feindliches Gebiet eindringen können, den Standort von Waffensystemen auskundschaften und via Datalink an Kommandeure von Bodentruppen weitergeben. Für Kampfeinsätze kann die Maschine mit verschiedenen Geschützen und mit bis zu 14 Lenkflugkörpern bestückt werden. Mit panzerbrechenden Hellfire oder mit Stinger-Luftabwehrraketen. Mit den modernsten Waffen und Computersystemen ist der Comanche für die zukünftigen Aufgaben gerüstet. Die Armee der Vereinigten Staaten jedenfalls ist überzeugt, dass sie mit dem ausgefeiltesten Aufklärungshubschrauber der Welt in das nächste Jahrhundert gehen wird. Ein Pilot fliegt einen Einsatz über dem Nordatlantik. Der raue Seegang erschwert ihm seine Aufgabe. Fast hätte er vergessen, dass er nicht im Cockpit eines der neuesten Kampfhubschrauber sitzt, sondern ganz bequem und sicher in einem Bürosessel. Flugsimulatoren gibt es schon eine ganze Weile. Aber in den letzten Jahren hat die immens schnelle Entwicklung in den Bereichen Prozessorgeschwindigkeit und Datenkomprimierung den Abstand zwischen der realen und der virtuellen Welt zunehmend verringert. Die Hubschrauberpiloten des nächsten Jahrhunderts werden wohl einen großen Teil ihrer Ausbildungsflüge auf dem Computer absolvieren. In immer realistischer wirkenden Szenarios. Sie haben bereits viele Flugstunden hinter sich, wenn sie den Boden das erste Mal verlassen. Die Erfahrungen, die Sie im Simulator gesammelt haben, sind auf echte Flugeinsätze übertragbar. Aber das virtuelle Training kommt nicht nur den Piloten zugute. Es ist wesentlich billiger, einen Simulator zu fliegen, als einen tatsächlichen Hubschrauber. Und kein Menschenleben gerät dabei in Gefahr. In diesem Flugsimulator trainiert die Royal Air Force ihre Sea-Night-Piloten. Das virtuelle Cockpit ist kaum von einem realen zu unterscheiden. Der Lehrgangsleiter kann seinen Schüler den verschiedensten Umweltbedingungen aussetzen. Bei diesem simulierten Ozean bestimmt er Größe, Frequenz, Geschwindigkeit und Richtung der Wellen. Das Spektrum, das ihm dabei zur Verfügung steht, reicht von ruhigem Seegang bis zu Sturm. Sea Night-Piloten fliegen vor allem Rettungseinsätze auf hoher See. Da Hubschrauber häufig in niedrigen Höhen operieren, muss das Terrain so realistisch wie nur möglich simuliert werden. Der Schüler soll in der virtuellen Umgebung mit allen Gefahren und Hindernissen konfrontiert werden, denen er bei einem tatsächlichen Einsatz begegnen kann. Und er soll lernen, diese Herausforderungen zu meistern.
Flugsimulatoren gibt es bereits für alle möglichen Einsatzgebiete. Das hinter mir nennen wir eine freie Flugdatenbank. Sie beinhaltet die geografischen Daten einer bestimmten Gegend. Und innerhalb dieser Gegend kann der Pilot fliegen, wohin er will. Der Computer setzt die digitalen Daten in dreidimensionale animierte Bilder um und belebt die so entstandene virtuelle Landschaft mit passenden Bäumen, Feldern und Hindernissen. Das ist die Wüste von Südkalifornien. Es ist eines unserer komplexesten Systeme im Hinblick auf die Weite des simulierten Terrains und die Anzahl der darin enthaltenen Komponenten. Bis zu 1000 bewegliche Objekte, wie zum Beispiel diese Panzer, kann das System gleichzeitig verwalten und darstellen. Die Panzer haben drei Freiheitsgrade. Das heißt, das Fahrzeug selbst, sein Geschützturm und die Kanone können unabhängig voneinander bewegt werden. The tank body can move and the turret and the gun can move independently of one another. Nicht alle militärischen Befehlshaber sind davon überzeugt, dass Simulatoren Übungsflüge ersetzen können. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges muss zunehmend bei der Rüstung gespart werden. Und in virtuellen Flugstunden wird weder Material noch Treibstoff verbraucht. Je realistischer die Simulationstechnologie, desto besser können sich Piloten damit auf die realen Herausforderungen des Fliegens vorbereiten. Die Hubschrauber der Zukunft. Notarmaschinen ohne Heckrotor, waffenstrotzende Kampfmaschinen mit hochsensiblen Radarsystemen und Tarnkappentechnologie sowie ausgefeilte Simulatoren haben die Welt der Drehflügler revolutioniert. Und eines ist sicher, auch im nächsten Jahrhundert wird der Hubschrauber die verschiedenartigsten Aufgaben zu erfüllen haben, vom Kriegs- bis zum Rettungseinsatz.